Einzug mit leeren Waggons wurde in Plettenberg vorbereitet. Diese müssen für die nächste Produktlieferung zurück zum Lieferanten gebracht werden. Steigen Sie ein und es kann loslegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bin auf der falschen Seite. Von Train Sim World hier auf der Route in Ruhrsieg Nord. Ja, wie ihr gesehen habt, fahren wir jetzt wieder in meinen Güterzug. Der Abwechslung wegen. Wird aber auch dann demnächst auch wieder Personenzug hier auf Ruhrsieg Nord geben. Da wir dann mittlerweile schon. Oh Gott, wie soll ich mich hinsetzen? So passt. Da wir mittlerweile doch schon relativ weit fortgeschritten. Szenarien halt, ne? Von den Szenarien her wird es dann eine 8-Personen-Zug geben. Und ja. Ich bin gespannt. Weil ich freue mich darauf. Auf Dings, wenn wir fertig sind mit voraus. Das ist ein Flugzeug. Wenn wir uns auf dem Fahrplanmodus zu bewegen können, bewegen sie auf 1B. So, MCB geschlossen. Stromabnehmer heben. Lichter ein. Spitzensignale hell. Lösen Sie die Parkbremse. Zack. Fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Zugbremse lösen. Jetzt habe ich Sie vorhin so ganz noch vergessen. Dann wollen wir PZB an und Sie fahren. So, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Warum auch? Na, komisch, dass das noch nicht so wollte. Oder war das eher so ein zeitliches Ding? Scheibenwischer. Haben wir aber schon auch hier irgendwo. Wo eigentlich sind nochmal die Scheibenwischer? Das müssen wir mit V machen. Fahrgasttüren. Ja gut. Hoppla. Es könnte sein, dass wir nochmal zurück müssen. Eventuell war das ein bisschen zu sehr rangebumst. Reicht das? Dann Hauptschalter auf aus, Bremse lösen, Instrumentenlicht aus,
Spitzensignale. Signal normal. Huch. Signal normal vielleicht. Ja, passt. Dann auf der anderen Seite. Hallo? 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 Ach, aussteigen. Verdammt. So. Dann wollen wir mal raus. Und vorne einsteigen. Was fahren wir denn überhaupt? Okay. Keine Loks oder sowas. Dann setzen wir uns hier hin. Schalten die Lichter an. Hauptschalter voraus. Volle Leistung. Ab auf 1B. Und dann würde ich sagen, fahren wir los, oder? An einem Ort Lidmarte 103 halten. Warum auch immer der Gas getrennt war. Wir können fahren. Hervorragend. Gut, dass wir kein Time Limit haben. Dann rollen wir erstmal hier raus. Wunderbar. Dann wechseln wir erstmal das Gleis. Zugbeeinflussung. Ach, es ist schon schön, auch mal Güterzug zu fahren. Muss nicht immer schnell sein. Zugbeeinflussung. Auch im Regen, ne? Dann wollen wir wieder rein und uns das Ganze von hier aus betrachten. Hoffentlich. Mal schauen, wie viele Medaillen wir bekommen. Ach, wie viele Medaillen. Mal schauen, ob wir Goldmedaille bekommen. Ich bin gespannt. Wir haben ja keinen wirklichen Zeitplan. Das kommt dann ja eigentlich nur aus. So gesehen nur aus Fahren an, mehr oder weniger. So, dann sind wir jetzt auf der Zugbeeinflussung raus und können auf 110 km pro Stunde beschleunigen. Wir wollen ja schließlich noch in Lidmarte ankommen, ne? Von der Lehrerwaggon so war das ja. Wir fahren ja leer. Was gar nicht mal so verkehrt ist, denn es könnte sein, dass es bergauf und bergab geht. Schon, wir fahren wieder mit Motion Sway, mit dem Motion Sway Feature. Mit Camera Motion Sway Feature. So war das richtig.
Und ich glaube, wir werden auch weiterhin damit fahren. Auch wenn ich jetzt zum Teil davon nicht so von riesen Fan von, aber es scheint eigentlich doch sinnvoll zu sein. Man kann es auch gar nicht ausschalten, soweit ich weiß. Von na, so an manchen Stellen kommst du einfach zu ruckelig vor. Ich meine, jetzt ist es ja auch ziemlich ruhig, was auch Sinn macht. Jetzt fängt es an zu wackeln, was auch Sinn macht. Aber so teilweise auf manchen geraden Strecken war es auch so krass am Wackeln. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie nicht ganz perfekt ausgelegt ist dafür. Also, dass manche Strecken noch nicht fürs Motion Sway Feature, nehmen wir es mal einfach nur so, wir nennen es einfach CMS-Feature. Camera Motion Sway. Dass manche Strecken einfach noch nicht auf das CMS-Feature ausgelegt sind. Und es demnach halt noch holprig ist bei manchen Strecken. Das müssen wir darauf achten. Zugbeeinflussung. Schon mal runter. In der Geschwindigkeit. Zugbeeinflussung. Ab durch den nächsten Tunnel. Ach ja. Ja, schon wieder laute Töne gewesen im Tunnel. Zugbeeinflussung. SIFA. Ab durch den Bahnhof. Zugbeeinflussung. Dann haben wir halt mit 40 hier durch. Sind jetzt 70. Die 70 im Tunnel, oh Gott. Es war natürlich schon eine enge Tunneleinfahrt. So, jetzt hat man wieder 90. Oh, noch nicht, aber bald. Oh, rotes Signal. In 3 Kilometern. Ach,
ja, Güterzug zu fahren macht halt schon auch ab und zu mal Spaß. Also das, ne, also ich bin halt gerade so ein bisschen am Überlegen. Also es kann natürlich sein, dass es halt mit dem Güterzug. Das ist halt wirklich die Frage, womit man halt PCB und so weiter besser lernt. Ich könnte mal auch mit dem Güterzug ganz gut. Ach, mit dem Personenzug könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da ganz gut funktioniert, das zu lernen. Einfach weil man halt so einen Zeitplan hat, den man einhalten muss, so was man halt dadurch halt lernt, wirklich bei diesen, also so Zugbeeinflussung. gesehen pro Abschnitt, den man dann da dort hat, pro Einzelabschnitt, dass man halt dort lernt zu fahren, also dass man halt dort lernt, also durch den Personenzug oder dadurch, dass man halt einen Fahrplan hat, dass man halt dadurch lernt, wirklich on the point zu fahren. Aber ich denke mal, wenn ich irgendwann mal dazu komme, dass ich eine Folge, oder wenn ich eine Folge so gesehen ohne Zwangse habe, oder dann das ist schon mal so ein erster Schritt, denke ich mal, oder wenn es mehrere Folgen hintereinander sind, soll ich jetzt sagen kann, okay, das ist schon relativ sicher jetzt. Wobei man darf sich ja natürlich auch nicht zu so sicher fühlen, wenn wir fahren können, so nach dem Motto. Laut hier im Tunnel. Wunderbar, schöne Vorbeifahrt. Mir kommt es hier gerade echt vor, dass es bergauf geht, aber das ist dann auch wiederum nur die Strecke und eine optische Täuschung. Man kennt es ja Zielfahrt. mittlerweile. Mittlerweile kennen wir es ja, nicht anders. Geschwindigkeitsbeschränkungen in 4 Kilometern. Kommen wir langsam zum Punkt. Ich bin ja bis 20 Minuten drin. Das Szenario dauert ja angeblich 45 Minuten, von daher. Ha? Dauert es noch. Oh, falsche Richtung. Durch den nächsten Tunnel. Mal etwas längerer Tunnel, der auch wieder lauter ist. Wobei, warum schreie ich eigentlich jetzt hier? Ich werde es ja wahrscheinlich im Video dann wieder runterschrauben von der Audio, aber. Aber gut. Schreie ich mal einfach wegen an. Ich komme jetzt einfach mal mit diesem Tempo entschleunigen, sodass wir auch ganz entspannt auf die 70 runterkommen.
Wo habe ich kein Schild gesehen? Da haben wir es ja. Oh, wieder falsche Richtung. Mensch, ist krass. Das ist auch schon so ein echt schönes Fleckchen hier, ne? Muss man schon sagen, es ist echt schön hier so ran vorbeizufahren. Gut, da zu wohnen ist vielleicht nicht ganz so nice, aber ja, schon nice. Ja, schon nice Award. Boah, nice, also schöne Strecke. Schöne Landschaft, schöne Orte. Aber wie gesagt, vielleicht nicht ganz so angenehm dort zu wohnen. Denkt mal, das ist 7,3 Kilometer Luftlinie zumindest. Ja, das denke ich, vielleicht nicht so ein praller Ort zu wohnen. Mit den ganzen Erschütterungen und so weiter. Auch wenn es in Anführungszeichen mit Lärmschutz abgesichert ist, in Anführungszeichen, aber trotzdem sind ja immer noch die Vibrationen der ganzen Waggons und so weiter noch mit drin. Das ist natürlich auch Gewicht, was auf die Erde dann temporär drückt. Da sind garantiert nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wobei ich mich doch gerade verdrückt, wollte ich eigentlich nicht verlösen, aber hab dann aus dem PC gelöst. Zuerst. Aber lief ja noch alles gut. Boah. 3 Kilometer. 100 Kilometer pro Stunde in 3 Kilometern. Wobei es eigentlich fast schon sinnfrei ist. Dann nochmal auf die 20. Plus zu beschleunigen. Da wir ja dann schon fast beim Kunden sind. Oh Gott, der Nebel. Alter, jetzt hat man es aber richtig gesehen, wie der Nebel einfach gespawnt ist. Also, das kann man ja gar nicht wirklich als Entwicklung betrachten, sondern es war ja wirklich ein Spawn vom Nebel. Alter, holy shit. Das war echt nicht wirklich in den Nebel gefahren. Das war eher
Das war interessant anzusehen. Vielleicht heißt es ja eigentlich auch nur, dass wir halt quasi in den Dings reinfahren, in den wir reingefahren sind, aber es war halt spawn-technisch gesehen nicht ganz so schön gelöst. Wir haben irgendwie schon vorher sehen sollen, dass man da irgendwie reinfährt. Oder halt, dass es halt erst nach dem Tunnel war, wäre angenehmer gewesen oder wäre besser gewesen. Wir fahren nicht auf die 100 Kilometer pro Stunde, wir beschleunigen nicht. Das macht wenig Sinn. Wir müssen dann ja ehrlich runter vom Hauptgleis. Geht auch jetzt schon mal ein bisschen runter. Kann ja nicht schaden, schon früher runter. Kann ja nicht schaden, schon früher zu bremsen. Meine Güte. Ist ja auch schwer mit der Wortfindung heute. Okay. Bewachen auf 70. Schleichen wir jetzt noch den letzten Kilometer mehr oder weniger zur Tempo 40 Zone. Noch räumen wir mal auf die 40 zu. Wunderbar. Und sind auch schon fast am Ziel angelangt. Glaube ich, noch nicht alles. Das passt zeitlich nämlich noch nicht in den Rahmen. Das werden wir gleich noch mal eine Viertelstunde ungefähr fahren. Gehen wir erstmal von der Hauptstrecke runter zum Kunden. Oder war es das doch schon?
Das wäre es zumindest fast gewesen. Das steht schon mal fest. Interessant. Ich habe echt damit gerechnet, dass es noch weitergeht, weil es war doch eigentlich auf 45 Minuten gesetzt, das Szenario. Also irgendwie. Hauptschalter auf aus, Parkbremse auf an, Lichter aus und aussteigen. Das ist ja fast in die Hose gegangen. Und unfassbar früh. Das ist unfassbar schnell. Das war ein 45-Minuten-Szenario. Das haben wir in 32:39 beendet. Das ist ja schon mal interessant. Wir haben fast ein neues Level für die BR-185.2. Wir haben eine Silbermedaille bekommen. Interessant. Das liegt vielleicht auch an der Haltegenauigkeit. Ich habe keine Ahnung. Also ich schätze, wir waren nah am Max, schätze ich mal, hoffe ich mal, keine Ahnung. Ja. Das war jetzt überraschend kurz. Muss ich zugeben. Ein Arc-Update has been downloaded. You can restart Arc now. Restart Arc now. Ja, ich bin jetzt etwas überrascht, dass es so fix ging. Ich hatte gerade berechnet, dass wir noch eine Viertelstunde länger dabei ist, aber das ist natürlich auch gar nicht mal so verkehrt. Dass er so kurz ist, da hatte ich mir gerade noch so ein bisschen am Vorproduzieren. Endlich habe ich es geschafft, vorzuproduzieren. Das ist die Frage, ob ich es vorher noch rechtzeitig gerendert bekomme und so weiter. Ich schätze mal schon, ich hoffe es. Ja, dann geht es das nächste Mal, wenn wir uns wieder hier auf die rosige Nordstrecke begeben. Geht es dann weiter mit durch den Sturm? Und dann fahren wir das erstmal einen Nahverkehrszug hier auf Ruhrsieg Nord. Das habe ich immer noch nicht hinbekommen, ich weiß nicht warum, aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder hier auf dem Kanal oder in Trainsim World oder in Trainsim World Ruhrsieg Nord. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, girl.